Buddha-Akademie zum dritten Jahrtausend begrüßt Sie zur heutigen Vorlesung im Rahmen der Iconic Turn-Serie, die wir zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der Universität München durchführen. Heute in einem etwas ungewohnten Ambiente, aber mir gefällt es gut. Es hat einen mehr universitären Anstrich als in der Aula, aber das Drumherum ist gleich geblieben. Sie sehen der gleiche Film, der Saxophonist. Und nachher auch in der Halle unten wieder ein Late-Night-Drink, zu dem Sie natürlich wie immer herzlich eingeladen sind. Mit dem heutigen Vortrag von Friedrich Kittler geht die Vorlesungsreihe des Sommersemesters zu Ende. Als wir die Reihe konzipiert haben, wussten wir nicht, wie sie ankommen würde und wie viele Zuhörer sie schlussendlich anziehen würde. Dass es so viele sind, dass die Aula, die wir bisher immer belegt haben, voll besetzt ist jedes Mal, hat uns selbst überrascht. Es hat uns aber auch in der Richtigkeit unseres Ansatzes bestärkt, der ja das Bild in all seinen unterschiedlichen Kontexten untersuchen will und letztlich zu so etwas wie einer neuen interdisziplinären Bildwissenschaft führen soll, die es überall schon in Ansätzen gibt, aber so ganz konsequent wird sie noch an keiner Universität bisher durchgeführt. Ich möchte mich bei Ihnen allen, die Sie diesen Vorlesungszyklus so interessiert begleitet haben, sehr herzlich bedanken und hoffen, dass Sie auch im nächsten Zyklus im Wintersemester wieder dabei sind. Auch der nächste Zyklus wird wieder am Donnerstagabend in der Aula stattfinden oder vielleicht auch manchmal im Audimax, das werden wir sehen. Der Vortrag von Friedrich Kittler steht unter dem Thema Das berechnete Bild oder wie ich gerade erfahren habe, hat er seinen Vortragstitel kurzfristig umgeändert in Das errechnete Bild und vermutlich hat er gute Gründe dafür. Er schließt nicht zu Unrecht den ersten Zyklus der Reihe Iconic Turn ab, der sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit der neuen Rolle der Bilder und den unterschiedlichen Kontexten befasst hat. Abwechselnd standen anthropologische, philosophische, historische, neurobiologische, kunstgeschichtliche oder ästhetische Aspekte im Vordergrund. Bei Friedrich Kittler ist es der Aspekt des technischen Mediums, der im Mittelpunkt seiner Untersuchungen steht. Mediale Techniken, die sich die Menschen im Laufe der Evolution erfunden haben, sind Notierungs- oder, wie Kittler das nennt, Aufschreibesysteme, die in soziale Prozesse eingreifen und den Fortgang der menschlichen Geschichte entscheidend mitprägen. Das ist das, was, wie ich das verstanden habe, ihn umtreibt. Wenn man über die veränderte Rolle der Bilder nachdenkt, ist dies mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt und er wird natürlich besonders wichtig im Hinblick auf das berechnete oder errechnete Bild. Das Bild also, das durch einen Rechenvorgang entsteht, das Computerbild, das zunehmend einen großen Teil unserer Alltagswirklichkeit und unserer Wissens- und Kommunikationsprozesse bestimmt. Insofern denke ich, dass es viel Sinn macht, wenn Kittlers Vortrag sozusagen als Fazit am Ende des ersten Vortragszyklus steht. Moderiert wird der heutige Abend von Jan Rubner. Lesern der Süddeutschen Zeitung ist sie durch ihre fundierten Beiträge zu wissenschaftlichen Themen sicher seit langem bekannt. Sie hat über ein Thema der theoretischen Biophysik promoviert und war danach 10 Jahre lang als Wissenschaftsredakteurin bei der SZ tätig. Vor 2 Jahren ist sie in das Fach Innenpolitik gewechselt und dort für Schule, Hochschule und Bildungspolitik zuständig. Nach PISA kann man nur sagen, sie hat damit so etwas wie eine Schlüsselposition im Redaktionsstab der Süddeutschen Zeitung. Für die fortgeschrittenen Studenten hier im Saal, die sich dafür interessieren, ihre Kenntnisse in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zu vertiefen, möchte ich noch einmal auf die Workshops hinweisen, die die Vorlesungsreihe auch im Wintersemester wieder begleiten werden. Sie können sich ab sofort für die Teilnahme an den Workshops des nächsten Semesters bewerben. Einsendeschluss ist der 31.8. Ihre Bewerbung sollte an die Buddha-Akademie zum dritten Jahrtausend gerichtet werden und alles, was Sie dafür benötigen, finden Sie
die Angaben dazu auf der Webseite iconicturn.de. Wenn man anlässlich der letzten Vorlesung des Semesters einen Blick zurückwirft und reflektiert, was lief gut und was lief vielleicht nicht so gut, dann kann man, glaube ich, alles in allem feststellen, es war eine interessante Reihe. Und sie hat das gehalten, was sie sich vorgenommen hatte. Sie hat einen Überblick über wichtige Aspekte des Iconic Turn und eine Ahnung von der Vielfalt der Thematik vermittelt. Viele waren am Erfolg der Vorlesungsreihe beteiligt, in erster Linie natürlich die Referenten, aber auch die Moderatoren, die sich zum Teil mit großem Engagement auf ein ihnen bis dato unbekanntes Thema eingelassen haben bei der Vorbereitung. Ihnen allen gilt mein Dank am Abschluss dieses ersten Vortragszyklus. Dank auch an die Organisatoren, sie haben sich viel Mühe gegeben, die Saalakustik in den Griff zu bekommen und den Ton für alle gut verstehbar zu machen. Es ist nicht immer geglückt, aber es ist in diesem Saal, der Aula, mit der vorhandenen Tonanlage offenbar nicht so ganz einfach, immer und an jeder Stelle des Saales eine befriedigende Akustik herzustellen. Es tut uns leid, wenn der Ton nicht immer an allen Plätzen optimal war. Wir werden versuchen, das für das Wintersemester zu verändern. Bedanken möchte ich mich auch bei den Technikern des Fraunhofer-Instituts, die es möglich gemacht haben, dass die Vorlesungen in 3 weitere Universitäten übertragen wurden. Mein Dank auch an die Musiker, die uns hier das Semester über begleitet haben und inzwischen fast zu etwas wie einem Markenzeichen für die Vorlesungsreihe Iconic Turn geworden sind. Heute Abend hören Sie übrigens den Saxophonisten Ray Blue. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend, auf Wiedersehen im nächsten Semester und ich möchte Frau Hubner jetzt bitten, die Einführung zu Herrn Kittler zu halten. Vortrag hält, ihn kurz vorstellen. Eigentlich muss man ihn ja gar nicht vorstellen, denn ich denke, die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Friedrich Kittler, gelernter Literaturwissenschaftler, jetzt Professor für Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Vor allem bekannt für seine medientheoretischen und medienhistorischen Überlegungen. Lassen Sie mich dennoch ein paar Stationen aus seinem Leben zitieren. Friedrich Kittler wurde 1943 in Rochlitz in Sachsen geboren und ich glaube, das werden wir auch noch aus seiner Sprache etwas raushören, wo er herkommt. 1958 ging er dann in den Westen mit seiner Familie, besuchte ein Gymnasium im Schwarzwald und studierte danach Germanistik, Romanistik und Philosophie in Freiburg. Er promovierte zum Dr. Phil mit einer Arbeit über Konrad Ferdinand Meyer. Spätere Stationen waren dann als Assistent in Berkeley, in Stanford und später auch in Frankreich. Seine Habilitation war im Fach Neuere deutsche Literaturgeschichte auch in Freiburg und danach hat er wieder zahlreiche Stationen durchschritten, in Basel, wiederum in Kalifornien, Santa Barbara und hat dann sozusagen als Co-Direktor, das war von 1986 bis 1990, als Co-Direktor des Projekts Literatur und Medienanalyse, zum ersten Mal sozusagen als explizit dieser Ausdruck Medien in seiner Forschung auftaucht, als Co-Direktor des DFG-Projekts Literatur und Medienanalyse an der Universität Kassel gewirkt. 1987 ging Friedrich Kittler nach Bochum, wo er auf den Lehrstuhl für Neugermanistik berufen wurde. Ganz sehr lange blieb er nicht in Bochum, weil schon 1993 nahm er den Ruf auf den Lehrstuhl für Ästhetik und Geschichte der Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin an. Dort ist er heute noch. Jemand wie Kittler hat natürlich auch zahlreiche Preise bekommen, um nur einen zu nennen, 1993 den Preis für Medienkunst, Abteilung Theorie, sollte man vielleicht hinzufügen, des Zentrums für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Bekannter wurde er dann sozusagen in seiner Rolle in der DFG-Forschergruppe Theorie und Geschichte der Medien,
danach wieder Stationen im Ausland, natürlich immer wieder nach Berlin zurück, wo er seit 2002 auch stellvertretender Direktor des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechniken an der Humboldt-Uni ist. Ja, sein dickes Publikationsverzeichnis spricht Bände. Ich glaube, es sind ungefähr mindestens 20 Seiten. Zahlreiche Themen der Literaturwissenschaften, natürlich vom erwähnten Konrad Ferdinand Meyer, Bettina Brentano, zahlreiche französische Philosophen und viele andere Philosophen und Literaturwissenschaftler finden sich sozusagen in diesem Verzeichnis wieder. Später, wie erwähnt, hat er sich den Medien zugewendet, dem Grammophon, dem Computer zum Beispiel. In diese Techniken kniet er sich so hinein, dass er getrost als Wandler in beiden Welten, der technischen und der geistigen, bezeichnet werden darf. Er hat sogar einmal in einem Interview gesagt, er lese nur noch Unix-Handbücher und keine Romane mehr. Und wer schon mal einen Vortrag von ihm gehört hat, wird wissen, dass er auch sich nicht scheut, einmal ein paar Formeln an die Wand zu werfen. Kurzum, was ich damit sagen möchte, Kittler versteht etwas von der Technik, über die er theoretisiert. Seine Medientheorie gilt als großer Entwurf. Manche bezeichnen sie sogar als kopernikanische Wende in den Geisteswissenschaften. Medientechnologien, so seine zentrale These, Medientechnologien geben die Muster der Wahrnehmung und Erfahrung vor. Kittler geht von der Technik aus und fragt nach den Auswirkungen dieser Technik auf den sozialen Prozess. Insofern wendet er sich mit seinem Programm gegen das traditionelle Verständnis der Geisteswissenschaften als reine Ideengeschichte. Neuerdings, so habe ich mir sagen lassen, wendet sich Friedrich Kittler wieder den alten Griechen zu. Vielleicht erfahren wir ja später, was das zu bedeuten hat. Jetzt aber sind wir erst einmal gespannt auf den Vortrag, das errechnete Bild, und gespannt darauf, warum das errechnete Bild ein anderes ist als das berechnete Bild. Herzlich willkommen, Herr Kittler. Herr Dr. Burda, der Burda Akademie, Frau Dr. Rubner, und für diese seltene Einladung nach München freue mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen, sage ein paar einleitende, entschuldigende, freie Worte aus der freien Hand und gehe dann an meinen Vortrag. Für den neuen Titel sollte ich mich entschuldigen, er entstand aus den Vorüberlegungen, die wir angestellt hatten bei der Einladung über die berechneten Bilder, und am Ende schien mir aber dann doch, dass für das, was heute läuft als Computergrafik und was Sie vermutlich am meisten interessiert, eben der Ausdruck des errechneten Bildes vielleicht besser ist, weil er dieses aus dem Nichts heraus Berechnen von Bildern meint, während berechnete Bilder können ja auch nachträglich a posteriori berechnet werden oder geometrisch konstruiert. Darauf komme ich gleich zurück. In der Annahme, dass Sie neugierig sind auf Fakten und Daten, habe ich versucht zu tun, was ich konnte, und ein Potpourri geschrieben, das ein bisschen chaotisch ist, weil es schwer ist, all diese vielen Aspekte der Technologie und der dahinterstehenden Ästhetik vielleicht oder Natur oder dem dahinterstehenden Bild von Natur gerecht zu werden, und möchte Ihnen deshalb die 4-5 Gliederungspunkte sagen, damit Sie es leichter hören. Wie alle Redner und Rednerinnen beginnt man natürlich mit einer Vorgeschichte, mit einer kurzen, die auch Dinge der Kunstgeschichte und der älteren Mediengeschichte streift. Nach diesem Statement über rechnende Bilder, dann war ich mir nicht zu schade oder dachte, es muss doch gesagt werden, selbst wenn es trocken ist, was eigentlich die Grafikhardware so ungefähr ist und tut. Das ist ein trister, aber notwendiger Teil. Dann gehe ich sozusagen im dritten Kapitel drauf ein, was aufgrund dieser Hardware von der Software standardmäßig an üblichen Computerbildern generiert wird, und skizziere an zwei ästhetisch entgegengesetzten Verfahren, was so State of the Art ist im fotorealistischen Rendering.
von dieser mehr populären Seite möchte ich am Ende dann wirklich die ernste Frage, die auch für eine Bildwissenschaft vielleicht wichtig ist, angehen, obwohl ich weder Kunst- noch Bildwissenschaftler bin, wie sich diese errechneten Bilder zur Wissenschaft selber verhalten, Scientific Visualization und so weiter. Und am Ende, weil alle Katzen oder alle Schlangen sich ja in den Schwanz beißen, werde ich darauf das Thema zu sprechen kommen, inwiefern diese im Computer generierten Bilder direkt der Weiterentwicklung von Computern dienen, letztlich. Also ich gehe aus von der schlichten Annahme, wenn man heute von einem Iconic Turn in unserer Kultur und speziell in unserer Wissenschaft reden kann, also eine Kehre hin zum Bild, dann machen wir alle dabei die wesentliche, aber nicht immer benannte Voraussetzung, dass diese unsere Kultur im Unterschied zu allen anderen über errechnete Bilder verfügt. Mit errechneten Bildern meine ich dabei ausschließlich Bilder, die aus einer Verbindung von Schrift und Zahl entspringen. Gleichgültig, ob die Rechner dieser Bilder, auf Englisch also die Computer, als Menschen oder als Maschinen auftreten. Das ist übrigens ja auch die Etymologie des Wortes Computer, das bis 1936 schlicht menschliche Sklavenrechner meinte. Durch diese Einengung bleiben ausgeschlossen andere Bilder, die auf Verbindungen von Schrift und Bild beruhen, anders gesagt auf Geometrie. Denn wie schon die Griechen zu unterscheiden wussten, als sie am Bild des Quadrats die Unberechenbarkeit der Diagonale dieses Quadrats entdeckten, sind Richtscheit und Zirkel eine Sache, Zahlen oder Arithmetiken dagegen eine ganz andere Sache. Entweder wir messen Größen oder wir messen Zahlen, sagten die Griechen. Größenmessung ist Geometrie und Zahlenberechnung ist Arithmetik. Würde ich diese drastische Einschränkung der errechneten Bilder auf Arithmetik und Algebra fallen lassen, dann wäre das Thema von heute Abend uferlos. Es gäbe dann aus allen Erdteilen und allen möglichen Kulturen berechnete Bilder aufzuzählen, anders gesagt die Gefahr der Unabzählbarkeit. Man könnte jede griechische Sonnenuhr oder jede arabische Dunkelkammer dann als ein solches berechnetes Bild betrachten oder darstellen, einfach weil der Strahlengang in beiden Fällen Gesetzen der geometrischen Optik unterliegt, die aber nicht explizit dabei werden. Erst wir können hingehen und die Sonnenuhr oder die Ereignisse in der Kammer Obscura mit der von Leonhard Euler wesentlich geprägten algebraischen Trigonometrie in Formeln anschreiben. Und erst dann können wir diese Bilder dann errechnen. Diese schlichte Unterscheidung hindert mich, wie ursprünglich vorgesehen, daran, errechnete Bilder zurückzuführen auf jene großartige Frühneuzeit, in der die Malerei dieses ehemals rein mechanische Handwerk zunächst unter die freien Künste aufstieg, weil die Malerei eben Geometrie gelernt hatte und dadurch schließlich zur Kunst schlechthin werden konnte. So schön die Freundschaft zwischen Filippo Brunelleschi und Leone Battista Alberti auch war, also zwischen dem ersten linearperspektivischen verschollenen Tafelbild und der ersten linearperspektivisch-theoretischen Geometrie, so führte doch diese Freundschaft noch keinen Iconic Turn herbei, sondern nur die neuzeitliche Malerei als, wie Alberti sagte, als Blüte aller Kunst. Deshalb bat Albertis Traktat von der Malerei, della Pittura, schon in den ersten Sätzen darum, die Sätze sollten nicht ausgelegt oder gelesen werden als die Sätze eines Mathematikers, sondern einzig als die Sätze eines Malers. Und noch Johann Heinrich Lambert, der 1764, glaube ich, als viel raffinierterer Mathematiker im Vergleich zu Alberti ein langes Traktat von der freien Perspektive vorlegte,
führte Lamberti Lineale ein in die Malerei mit nicht-linearen, nämlich trigonometrischen Skalen, zu dem erklärten Zweck, dass er Malern die vier trigonometrischen Funktionen durch dieses Lineal schlichtweg ersparen wollte. Also der Maltheoretiker rechnet und die Maler geometrisieren das dann. Also kann man vielleicht sagen, dass das errechnete Bild hat über vier Jahrhunderte lang zwar stets im Hintergrund geschwebt, verborgen wie eine virtuelle, bloß eben nie durchgerechnete Mathematik. Dafür aber führte dieses Prinzip der Linearperspektive als ungelöstes Gleichungssystem geschichtlich jene Epoche des Seins herauf, die Heidegger als Zeit des Weltbildes schlüssig ausgemacht hat. Ich denke, dieser Text von 1937 ist für jede Bildwissenschaft noch sehr pertinent. Frei nach diesem Heidegger-Aufsatz könnte man vielleicht formulieren, von Descartes bis Kant stellte sich das Ego cogito, ein punktloses Subjekt, die Dinge dieser ausgedehnten, in drei Dimensionen ausgedehnten Welt, gleichgültig, ob sie wahrgenommen, ob sie eingebildet, geträumt oder wie Maschinenpläne erst entworfen waren, grundsätzlich vor als seine eigenen Vorstellungen. Bild 1 können wir vielleicht jetzt projizieren. Denn nach Kepler und Descartes hauste in der Tiefe unseres optischen Apparats im Auge immer schon eine Kamera obscura, eine Dunkelkammer, die jede Vorstellung zur zweidimensionalen Spiegelung auf der Netzhaut anhielt. Und Descartes hat noch zwei befreundete Ärzte hinzugezogen, einen Medizinprofessor aus Leiden und einen Jesuitenpater aus seinem alten Kolleg in La Flèche. Und zu dritt haben sie dann den Traktat über den Menschen mit solchen schönen Zeichnungen illustriert. Schön heißt technische Bilder, die die Wissenschaft selber damals 1640 ins Bild setzten. Nach dieser Klarstellung, was die Optik in ihrer Rückkopplung auch mit der Motorik ist, konnte dann dieses Punktsubjekt in seinem kartesischen Größenwahn die schöne, ausgedehnte Welt durchreiten, sei es in den Bahnen seiner Blicke und Augenstrahlen, sei es in den Bahnen seiner Kanonen. Ich würde sagen, Münchhausen auf der Kugel ist das perfekte kartesische Subjekt. Und dahinter würde ich gerne eben in leichter Korrektur am Heideggers Zeit des Weltbilds betonen, dass nicht nur Philosophen am Werk gewesen sind, um eine neue Welt heraufzuführen, sondern dass eben die bildgebende Geometrie eines Brunelleschi oder Alberti in der kartesischen Philosophie implementiert, dann auch Geschichte gemacht hat. Im Verbund mit Gutenbergs frischer Druckerpresse eröffneten technisch exakte Holzschnitte oder Kupferstiche das Zeitalter der Erfindungen als solches, weil ja Erfindungen immer auf Papier geschehen. Ingenieure stellten sich Maschinen vor, ihre Bücher hießen folgerecht Maschinentheater. Jahrzehnte später wurden solche Vorstellungen des Ingenieurs dann in die Tat umgesetzt und im Wechselprozess von Maschinen und Maschinenbildern korrigiert. Sodass also das Buch mit den fehlerfrei kopierbaren neuen Illustrationen und den fehlerfrei kopierbaren neuen Texten selber seine Überwindung, wenn wir denn heute davon reden wollen, möglich gemacht hätte. Mit diesem Verfahren à la Descartes kommt man weit, aber nicht sehr weit. Das Subjekt kann einer Trajektorie, einer Bahn, einem Ereignis, einer Kugel folgen. Folgen Sie mal als Subjekt oder seien Sie als Subjekt einem Trommelfeuer. Das dürfte schwierig sein. Deshalb wäre jetzt die These, dass es errechnete Bilder umgekehrt erst seit dann geben kann, seitdem nach Hegels hartem Wort das Vorstellen zu Ende geht. Wie langsam oder zeitverzögert das auch immer dann die Leute erreicht.
Die Meten solcher Vorstellungen, die damals um 1830 zu Ende gehen sollten, hießen, wie Sie wissen, die christliche Religion und drei romantische Künste, Malerei, Musik und Poesie. Unvorstellbar oder erhaben über die Vorstellung dagegen hieß das Qualitative, jedes Denken in Begriffen. Nun taucht aber Unvorstellbares auch im Reich der Zahlen auf, dass Hegels Hochmut zum bloß Quantitativen verharmloseste, ein sehr langes Kapitel der großen Logik. Andere sahen die Dinge anders. 5 Jahre nach Hegels Tod, 1831, stellten sich zwei junge deutsche Gelehrte eine sehr einfache Frage. Gegeben seien zwei Menschenbeine mit je drei Gelenken, Hüfte, Knie und Ferse. Gegeben sei mithin, mathematisch genau, Platons Definition des Menschen als des Zweifüßlers, so hieß das ja bei Platon. Nur eben diesmal als mathematisches Problem. Von vornherein ist jetzt klar, dass keine kartesische Vorstellung diesen beiden Beinen oder vielmehr diesen sechs Gelenken im 3D-Raum beim Gehen folgen kann. Sechs Gelenke sind sechs Freiheitsgrade in drei Dimensionen, x, y, z und in der Zeit t. So und so, wegen dieser Problematik kam es eben 1836 zum ersten Bild, das mir im strengen Sinn gerechnet scheint. Sie zeigen es vielleicht gleich. Ah, da ist schon. Ich erzähle jetzt die Genese dieses Bildes. Die beiden jungen Gelehrten waren, die das wahnsinnig rechenintensive Problem auf sich nahmen, waren zwei Brüder, Ernst Weber, Anatom an der Universität Leipzig, und Wilhelm Weber, der nachmals berühmte Freund und Kollege Gauss, Physiker an der Universität Göttingen. Anatomie und Physik taten sich also zusammen, um auf hunderten von Seiten etwas durchzurechnen, was wir alle seit Kindesbeinen ungelehrterweise schon zu kennen glaubten, seit wir laufen können. Und hier sehen Sie, wie die Bilder laufen lernten, lange bevor der Film entstand. Titel dieses Buches: Die Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Finden Sie im 5. Band der gesammelten Schriften von Wilhelm Weber bis heute. Natürlich ist das immer noch ein neuzeitliches Projekt, denn kein geringerer als Descartes hatte beim Anblick gehender Menschen und Tiere den Verdacht ausgesprochen, dass alle anderen Menschen und Tiere eigentlich wandelnde Automaten sind. Aber gerade weil er sie zu Maschinen degradierte, die Tiere, deshalb in dieser Verachtung kam es eben justament bei Descartes nicht zu einer Durchrechnung des Gehens, im Unterschied zu dem, was die Webers jetzt am Ende des Zeitalters der Vorstellbarkeit treiben. Es heißt schon im Vorwort, dass der Zweck dieses ganzen Unternehmens ist, Tiere als Maschinen wahrhaft bauen zu wollen. Das höchste ihrer Ziele ist nicht die Animation oder Simulation von Leben, sondern die vollständige und erfolgreiche Formulierung aller Vorschriften zum Bau von Maschinen, welche wie der Mensch von zwei Stützen getragen und durch deren abwechselnde Streckung und Schwingung fortbewegt werden. Wobei es, zumal in unwegsamen Wüsten oder Flüssen, auch keine Rolle mehr spielt, ob eine solche dampfbewegte Maschine nicht besser auf zwei, vier, sechs oder mehreren Beinen daherkommen würde. Also selbst die Zahl der Beine wird zu einer freien, unabhängigen Variablen erklärt. Das Problem dahinter ist einfach die Dampfmaschine, die sich schlecht bewährt hat in Wüsten und Flüssen, während dieser neue Automat das soll. Und was das abwechselnde Strecken und Schwingen der beiden Beine angeht, erkennt der kundige Leser recht bald, welches Modell dahinter steht. Es ist die Sinusfunktion als erste jemals angeschriebene mathematische Funktion. Robert Weil 1638 hat diese zauberhafte periodische Schwingung zum ersten Mal gemalt. Und seitdem war es klar, dass Europa im Unterschied zu den Griechen
wusste, was eigentlich eine schwingende Saite ist. Die schwingt eben in diesen Schwingungen, diesen Streckungen und Schwingungen, die Webers auf die Füße übertragen. Und seit der Entdeckung der Obertöne 1701 war auch klar, dass viele von diesen Sinusschwingungen gleichzeitig übereinander liegen, wenn eine Saite schön obertonreich schwingt. Und dann ist der Weg zur Lösung eben keine newtonsche Barbarei mehr, kein Zwangssystem, sondern ein System mit ebenso viel Freiheitsgraden wie Schwingungen. Und das ist genau der Punkt, wo die Webers genau jenen mathematischen Trick auf die menschlichen Beine übertragen, der zur Lösung und nur zur Lösung des Problems der obertonreich schwingenden Saite einst erfunden worden ist, nämlich die famosen partiellen Differentialgleichungen des 18. Jahrhunderts als Angaben der Freiheit oder der Freiheitsgrade. An genau diese Aufgabe geht dann eben die Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge im Hauptteil. Nach anatomischen Studien, Übertragung dieser Studien in Algebra, drastischen mathematischen Vereinfachungen dieser Algebra, geht am Ende die partielle Differentialgleichung in Zeit und Raum auf. Sie lässt sich lösen. Nun plötzlich aber nicht mehr, wie im Vorwort, um Dampfmaschinen auf x Beinen zu konstruieren, sondern nur noch, um das Gehen, Springen und Laufen, auch im Unterschied zwischen dem Gehen, dem Springen und dem Laufen, in animierte Bilder umzusetzen, also buchstäblich errechnete Bilder. Es ergeht Auftrag, numerische Lösungstabellen wieder zu zeichnen und mit ein bisschen Fleisch zu umhüllen, nicht umsonst an einen Künstler, den die Webers einbestellen. Sie wissen nämlich beide, dass, ich zitiere, die Lagen der verschiedenen Teile des Körpers beim Gehen und Laufen zu schnell wechseln, als dass sie sich in einem einzigen Augenblicke den Sinnen und dem Gedächtnisse vollständig einprägen würden und man zu ihrer Auffassung gewisser Instrumente und indirekter mathematischer Methoden bedarf, die dem Künstler als Künstler nicht zu Gebote stehen. Der Künstler wird also nicht nur einfach bestellt, beauftragt, sondern er wird belehrt über das, was er prinzipiell nicht sieht, indem er es zum ersten Mal zeichnet. Nicht nach der Natur, sondern nach der numerischen Lösung des Gleichungssystems. Und als wäre dieses Ende der Zeichenkunst in dieser Errechnung noch nicht praktisch genug, fällt dem Wilhelm Weber als Physiker kurz vor Drucklegung der Monographie ein Jahrgang von Poggendorfs damals berühmten Annalen der Physik in die Hand. Und ausgerechnet in diesem Jahrgang wird beschrieben, wie Michael Faraday in England und Josef Stampfer in Wien die neuen Lebensräder Stroboskop-Effekte konstruiert haben, die ersten Spielzeugvorläufer jedes Films aus der ersten Jahrhunderthälfte, 1830 etwa. Weber liest, staunt und geht sofort ans Werk, lässt die Bilder, die gezeichneten Phasenbilder, die nicht übereinander wie hier, sondern jede einzelne Phase säuberlich getrennt gezeichnet, auf die 12 oder 16 Scheiben dieses Lebensrades kleben, schreibt eine gleichmäßige Bewegung vor und es passiert. Kaum sind die Phasenbilder nacheinander auf die Trommel einer Rotationsmaschine mit gleichmäßiger Geschwindigkeit geklebt, schreibt er, so erscheinen die Figuren dem Auge als gehend oder laufend und ihre Bewegungen zeigen eine überraschende Übereinstimmung mit den Bewegungen eines wirklich gehenden oder laufenden Menschen. Und jetzt der letzte Satz, ein ungeheurer Satz in meinen Augen. Hätte man niemals einen Menschen gehen oder laufen gesehen, so könnte man sich mit Hilfe der Theorie eine mit der Erfahrung sehr wohl übereinstimmende Vorstellung von diesen Bewegungen verschaffen und das, was dabei geschähe, voraussagen. Also, die Mathematik in ihrer Verbindung mit Scientific Visualization reklamiert für sich Prophetie. Wahrheit als eine technisch erzeugte Adequatio rei et intellectus. Und damit, ich freue mich, Ihnen das vorzuführen, damit sollten, aber nicht zum ersten Mal in München, damit sollten die Brüder Weber Recht behalten. Denn das ist ersichtlich das Prinzip von Computeranimation.
Das Einzige, was die Webers bei aller Prophetie nicht ahnen konnten, war ein kurioses Faktum der Wissenschaftsgeschichte, das sich vielleicht auch nützlich in die Bibliografie des Iconic-Turns eintragen ließe. 1890 nahm mein Berliner Kollege, der Physiologe Émile Dubois-Raymond, die aufs Lebensrad geflochtenen Beine aus Webers Zahlentabellen zum höchst willkommenen Anlass, um das Verhältnis zwischen, ich zitiere den Titel, Naturwissenschaft und bildender Kunst zu revidieren. Und zwar technikgeschichtlich nur korrekt zugunsten der Wissenschaft, zu Lasten der Imagination. In diesem wundersamen Aufsatz oder Vortrag rückten die Brüder Weber nun ein oder auf zu Propheten der Momentfotografie von Etienne Jules Marais und Edward Muybridge, die dann wiederum keine 5 Jahre nach Dubois-Raymonds Aufsatz nachträglich zu Propheten der Brüder Lumière und des Kinos selber aufsteigen sollten. Dubois-Raymond schreibt in dieser merkwürdigen, rückwärtsgewandten Prophetie, die der Wissenschaftsgeschichte so eigen ist, dass Ernst Weber zwar 1890 tot wie Moses vorm gelobten Land der bewegten fotografischen Bilder liege, aber Herr Wilhelm Weber hat noch erlebt, dass nach fast 4 Jahrzehnten die Augenblicksfotografie ihm und seinem Bruder vollkommen recht gab. Mr. Edward Muybridge in San Francisco wandte sie auf Veranlassung von Mr. Stanford 1872 zum ersten Mal an, um die aufeinanderfolgenden Stellungen von Pferden in verschiedenen Gangarten zu messen. Dabei zeigte sich dasselbe wie an den Weberschen schematischen Zeichnungen. Es kamen Bilder zum Vorschein, wie sie in Wirklichkeit niemand gesehen zu haben glaubte. Auf Straßenszenen, Aufzügen und dergleichen mehr gerichtet, fing die Kamera häufig Bilder von Menschen in ebenso wunderlichen Stellungen auf, wie die, welche die Gebrüder Weber ihnen aus theoretischen Gründen erteilt hatten. Auf Dubois-Raymond wirkte der Gang von lebensradanimierten Gehwerkzeugen, ich zitiere, im schlimmsten Fall wie ein betrunkener Dorfmusikant, der über seine eigenen Füße stolpert. Das wundert mich, eine strenge Erklärung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Es wundert mich, dass an der genauen Stelle, wo die Webers 1836 eine überraschende Übereinstimmung zwischen wahrgenommenen und errechneten Beinen konstatierten, 1890 komische Abweichungen auftauchten, die offenbar die Wissenschaft und den Film hoch über die Kunst und die Alltagswahrnehmung stellen sollten. Es geht also auf jeden Fall um Abweichung, und das ist ja wohl auch das Problem, das ganze Problem in der Beziehung zwischen Fotografie und Momentfotografie einerseits und der neuen abstrakt werdenden Kunst andererseits, die sich eben scheut, mit der Fotografie, diesem erfolgreichen Massenmedium, verwechselt werden zu können, wohingegen die Fotografie nach einem wunderbaren Wort zwar keine Kunst ist, aber dafür Geld und illustrierte Zeitungen trägt. Und so kam, nächstes Bild, Sie werden alle darauf gewartet haben, so als Abweichung von den Standards erstens der traditionellen Malerei in der Linearperspektive, zweitens aber auch als Abweichung von den traditionellen Stilen des schon etablierten Modernismus, malte dann oder hätte gerne ausgestellt Marcel Duchamp diesen berühmten Frauenakt, der in zahllosen Auflösungen eine Treppe heruntersteigt und schon deshalb Akt Nummer 2 heißt, weil er die Ehre des Bildes Nummer 1 gewesen zu sein, entweder eben dem Phasenbild von Dr. Med Marais überlässt oder diesem Richier als Mitarbeiter Charcots, der ähnliche Sachen in rein wissenschaftlicher Absicht gemacht hatte. In diesem Spiegelkabinett zwischen traditioneller Malerei, moderner Kunst und Fotografie und Film ist bis jetzt dieses Ding mit den bewegten Beinen diskutiert worden. Ich finde, erst heute im Computerzeitalter geht uns die Kurzsichtigkeit solcher Zuordnungen auf. Wir begreifen, dass die Brüder Weber weit über den Film hinaus bis auf uns durchgegriffen haben in ihrer Prophetie, weil wir diesen Ball wieder aufgenommen haben, wohingegen die moderne Kunst ja vielleicht aufgehört hat, das bildgebende Verfahren schlechthin zu sein
und auch der Film, dem Du Bois-Reymond zufolge die Brüder Weber nur inspiriert hätten, selber unter die Medien gesunken ist, vor denen wir keine Knie mehr beugen. Was also bleibt, stiften Kalküle. Ein Knie geht einsam durch die Welt, es ist ein Knie, sonst nichts, heute wie 1836. Was wegfällt, ist lediglich der ungeheure anatomische und numerische Aufwand, den die Brüder Weber treiben mussten, um das Knie von Hand zu rechnen. Dieser Aufwand ist in Software und Hardware eingesenkt, natürlich nicht der geistige Aufwand und der Einfallsreichtum, der darin bestand, Knie und Hüften und Fersen überhaupt rechnen zu wollen. Das muss auch heute noch jeder Forscher selber wagen und wollen. Wir zeigen das nächste Bild, einfach um die Kontinuität ganz trivial zu illustrieren. Alan Watts schöne Arbeit über Computergrafik, zumindest jetzt weniger die Umsetzung auf dem Bildschirm, sondern die fast völlige Identität der gerechneten Stellung in der Zeichnung, wo Sie ziemlich gut erkennen können, wie Funktionen einer reellen Variablen der Zeit diese Beine treiben und wie die Logik der drei Gelenke und der damit entstehenden drei Freiheitsgrade weiterhin herrscht pro Bein. So würde das für den Programmierer sich darstellen, der die Animation gerade schreibt. Für die Endabnehmer von Jurassic Park oder dergleichen ist es natürlich dann nichts und deshalb wird im zweiten Akt dann dieses Bein mit einem Korpus überzogen, wissen Sie alle, wir zeigen nur schnell das Bild, wo dieses Korpus ausreichend das Korpus eines Kontrabass ist, sehr passend. Vielleicht auch Cello. Es hat sich also im Grunde nichts geändert, außer dieser einen, aber wichtigen Tatsache, dass die bildgebenden Gleichungen in der Computerei, in der Animation nicht mehr so brutal wie 1836 vereinfacht werden müssen, um überhaupt lösbar zu sein. Im Unterschied zu den Webers können wir uns an Fotorealismus wagen. Damit komme ich zum zweiten Teil. Nach der Vorgeschichte, was bringen denn nun eigentlich Computer für Bilder? Und erstmal beginne ich mit einer kleinen Abkühlung, zumindest für mich selbst. Universale Turing-Maschinen, im Volksmund Computer genannt, haben uns die Kulturtechniken des Lesens, des Schreibens, des Rechnens abgenommen, nämlich in den Nanosekundenbereich, heutzutage versetzt, 10 hoch minus 9 Sekunden. Das sind umgekehrt formuliert einige Milliarden mathematischer oder logischer Operationen pro Sekunde. In diesem unvorstellbar schnellen und dennoch, im Gegensatz etwa zur Physiologie unserer wunderbaren Hirne, explizit numerischen Befehlsfluss schlummert die Bedingung der Möglichkeit errechneter Bilder. Sie schlummert aber auch nur, weil die Bilder nicht von ganz alleine zur Turing-Maschine gefunden haben. Als zum Beispiel Benoit Mandelbrot, einer der Begründer der fraktalen Geometrie, 1980, so spät noch, die ersten Julliard-Gleichungen hatte von jemand Befreundetem programmieren lassen, er selber konnte das nicht, brauchte es Stunden, bis sein armseliger Tektonics-Monitor bei IBM in Yorkton Heights spärliche schwarze Flecken ausgab, aus denen sich nach weiterem langem Warten in den geübten und suchenden Augen von Benoit Mandelbrot das famose Apfelmenschen schließlich zur Gestalt erheben sollte und dann eben die Welt beglückte. Damit will ich sagen, Computer haben uns zunächst vom Prinzip her alle möglichen Kulturtechniken abgenommen, wichtige, elementare Kulturtechniken abgenommen, nur nicht das Bild und hinter dem Bild die jedem Bild unabdingbare Geometrie oder Topologie. Sicherlich sind die Siliziumchips, aus denen fast alle Hardware heute besteht, Erzeugnisse des ausgeklügelsten bildgebenden Verfahrens, das die Technikgeschichte kennt, aber eben darum geht ihre Geometrie eigentlich nur als Störfaktor ins Design und in die Rechenleistung ein. Leitungswege sind lästig.
weil sie Zeit und Ströme verzögern. Und diese Geometrie geht nicht in das Nutzsignal ein, in die Zahlen, die errechneten, weil kein Nutzsignal seine eigene Laufzeit, seine eigene Geometrie messen kann. Und trotzdem möchte ich jetzt in einer kleinen Kurzgeschichte des Computerbildes wenigstens andeuten, wie es dazu gekommen ist, dass Computermonitore und grafische Benutzeroberflächen heute mit Computern fast schon synonym geworden sind. Diese Synonymie impliziert natürlich, dass das, was hinter jenem Fenster liegt, das liegt und schaltet, jenem Fenster, das Microsoft in Konkurrenz zu Apple ausgerechnet auch noch Windows genannt hat, genauso gleichgültig bleiben kann den Endbenutzern oder so verborgen bleiben, wie einst Albertis Fenster namens Linearperspektive den späteren Benutzern oder Lesern und Malern seines Traktats. Die ganze lange Geschichte dieses Wandels, der auch ein gutes Teil Verleugnung und Vermarktung einschließt, heute zu entfalten, ist ihrer Zeit zu kostbar. Ich will die Entwicklung in drei grobe Schritte schematisieren. Die ersten weißen Lichter überhaupt, meines Wissens die Computer etwa 1950 schon zum Flackern brachten, hatten mit der Außenwelt, also dem, was wir gemeinhin als Vorbild von Bildern auffassen, keinerlei Bezug. Diese Flackerlichter bildeten nicht Dinge ab oder Räume, sondern zeigten als Signale an, welche Elektronenröhren an welchen Stellen der Schaltung durchgebrannt waren, an welchen anderen Stellen nicht. Das war lebenswichtig, also maschinenlebenswichtig zu wissen. So klar machte, andernfalls hätten die Mathematiker dann eben die Atombombe mit lauter Rechenfehlern in die Welt gesetzt. So klar machte diese erste optische Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen, dass Systeme, deren Komplexität unsere Begriffe von diesen Maschinen drastisch übersteigt, darauf angewiesen sind, interne Zustände in so vielen Dimensionen wie möglich zu melden. Anders wären Computer gar nicht zu warten, geschweige denn, wie durch diese flackernden Lichter zu entwanzen. Zweidimensionale Bilder oder in möglicher Zukunft vielleicht dreidimensionale Hologramme als Schnittstelle zu den Benutzern geben in ihrer Gestalt mehr Informationen zu vernehmen als die ach so simple Kommandozeile eines Textes. Der zweite Schritt zum Monitor von heute hieß schlicht Radar. Als militärischer Zwilling unseres zivilen Wohnzimmermöbels Nummer 1 holte Radar sowjetische Jägerflotten auf einen Bildschirm, dessen wesentliche Fähigkeit darin bestand, geplante Gegenmaßnahmen der US Air Force sowohl entgegenzunehmen wie darzustellen. Es gab mithin auf irgendwelchen geheimen Militärflughäfen einen Anfangspunkt und in irgendwelchen Stratosphären ein feindliches Ziel. Die gerade zwischen beiden Strecken in Räumen oder Flächen heißt aber seit etwa 1850 ein Vektor. Also kam mit der computerisierten Radarüberwachung auch die Vektorgrafik auf die Welt, nämlich das Vermögen einer braunschen Röhre und ihres Elektronenstrahls, die beweglichen, frei bewegliche Geraden leuchtend anzuzeigen, also eben vom Endpunkt und Startpunkt aus die Strecke eines Flugzeugs zu markieren oder eben auch die ganz primitive Computertechnik, Grafiktechnik zu verwirklichen, die als Drahtgitter, als Wireframe bekannt ist und in einem späteren zu zeigenden Bild noch auftaucht. Jetzt nicht. Aber denken wir uns so einen frei beweglichen Strich, so einen Vektor auf irgendeinem Bildschirm und als gezogen von einer Hardware, von diesem Elektronenstrahl und fragen uns, wie der beliebige Strich dieses Beins oder sowas da oben heute gezogen wird. 1965 machte sich ein inzwischen wahnsinnig berühmter Informatiker, J.E. Bresenham, die fast unglaubliche Mühe, etwas, das wir alle können, genauso streng zu analysieren, wie Webers die Beine analysiert hatten und dann den Computern beizubringen, nämlich eine gerade Linie im beliebigen Winkel zu zeichnen, zu ziehen und dabei mathematisch den möglichst geringen Aufwand zu treiben. Dieser famose Bresenham-Algorithmus,
zieht also damals noch in Software, heute meist in der Hardware der Grafiker, der Grafikkarten von selber. Im Arbeitsspeicher. Erst eine komplizierte Hardware, die Grafikkarte, sorgt dafür, dass alle diese Speicherzellen, die sogenannten Pixel, kurz danach für Menschenaugen sichtbar werden. 16 Millionen Farben, in Bälde bald 1 Milliarde Farben, weil unser Auge so wunderbar scharf ist, und schließlich 100.000 Einzelpunkte in dieser Zeit zu berechnen, also 100 Hertz, 16 Millionen Farben, etwa 100.000 Pixel. Das ist kein Kinderspiel, auch kein Kinderspiel für Computer. So kommt es denn, ich rede von 2002, dass Grafikkarten und fast nur sie die Technologie und die Ökonomie eines Milliardenmarktes noch bis heute vorantreiben, während für schlichte Büroarbeiten die Rechenleistung ja bereits fast schon überdimensioniert ist. Was will eigentlich die Sekretärin mit dem Pentium 4, fragen wir uns. So kommt es schließlich auch, also wegen dieses wahnsinnigen Aufwandes, den Bilder und nur Bilder machen. Musik ist viel harmloser, weil sie eben wesentlich weniger Bits pro Sekunde braucht. So kommt es denn auch nach einem wunderbaren Wort von Horst Bredekamp, dass digitale Pornografie und sie allein das Internet verstopft. Aber wenn der Markt in seiner Unersättlichkeit derart alle Bilder, die da waren, sind und sein werden, in digitale Höchstauflösungen verschlingt, rechnen Sie sich doch noch nicht. Für das, was kommt, stehen nicht Marais und Mybridge-Pate und hoffentlich auch nicht die Pornografie, sondern weiterhin Ernst und Wilhelm Weber. Das Bild hat sozusagen aufgehört, die zweite Nachahmung eines Dings zu sein, das seinerseits schon eine Idee an Platons Himmel nachahmt. Errechnete Bilder fallen ganz im Gegenteil mit Zahlen spielen zusammen. In die Welt gesetzt hat. Wenn Stephen Wolfram dieses Jahr schreiben kann, oder letztes Jahr in Amerika, wenn Wolfram heute schreiben kann, dass Wolken zelluläre Automaten sind, die ihre Formen, ihre Regentropfen, ihre Bilder und ihre wandelnden Gestalten in Echtzeit kalkulieren, wie ein großes Brettspiel, halt wie ein zellulärer Automat, dass also wir, wenn die Wolken ziehen, nur Zahlen als Bilder sehen, in diesem Argument Wolframs kehrt Pythagoras wunderbar wieder. Erstes kurzes theoretisches Zwischenspiel. Ob diese wolframsche Hypothese zutrifft, muss ich offen lassen. Das Universum als Turing-Maschine, so wie Wolfram sich das denkt, würde alle Bilder, nicht bloß die computergenerierten, zu errechneten Bildern machen. Der Materialismus, den wir heute wohl alle anhängen, wäre vollkommen. Dasselbe träfe dann aber auch für alle Töne oder Düfte zu oder alle nicht wahrnehmbaren physikalisch-chemischen Prozesse, würde also folglich noch keinen, als an sich noch keinen Iconic-Turn fundieren. Klar, von vornherein scheint mir nur, dass keine Wissenschaft der Welt entscheiden kann, ob die Welt selbst rechnet. Wir müssten diese Entscheidung wieder eben den Computern überlassen, aus denen Informatiker wie etwa Wolfram ihr Weltmodell, ihr physikalisches bezogen haben. Deshalb bleibe ich heute Abend der Gegenthese treu, dass Computer nicht anders als wir Sterblichen in a world of bounded resources arbeiten, in einer Welt von endlichen Ressourcen, dass sie also im Prinzip schon das, was läuft und vermutlich über Computer- und Menschenressourcen hinausgeht, verfehlen müssen. Und das heißt, wenn Wolkenbilder über die Monitore ziehen, sind das Modelle und keine Wolken als zelluläre Automaten. Und das heißt mit anderen Worten, um wieder auf die Erde und zur Kunstgeschichte zu kommen und zur Wissenschaftsgeschichte, bis auf Widerruf verantworten es die Wissenschaften, was als Computerbild je wird erscheinen können. Im Unterschied zu Platons Mimesis heißt Rendering die Summe möglicher Verfahren,
von nackten Zahlen wieder zu einer, zwei oder gar drei sichtbaren Dimensionen zu gelangen. Denken Sie an die Virtual Realities der Dreidimensionalität. Und schon meine drei technischen Schritte vom ersten blinkenden Signallicht über Bresenhams zweidimensionale Gerade hin zur fotorealistischen Animation mögen angedeutet haben, dass Mimesis heute eine abhängige Variable von Ingenieursmannjahren ist. Hinter diesen Ingenieuren aber verbergen sich Algorithmen, also erfolgreiche mathematische Modelle dessen, was Beine oder Lichter bei ihrem Wandeln überhaupt tun. Erfolgreich heißt etwas technischer, diese im Unterschied zur Mathematik im Allgemeinen müssen Algorithmen in endlicher Zeit zum einem Ende kommen, sind also auch in einer Welt auf bounded resources gedacht. Und eben weil diese Modelle, allen Naturexperimenten zum Trotz, Modelle bleiben, haben sie einmal aufgestellt werden müssen. Vom sonnenhaften Auge, an das die Griechen glaubten, hin zum Brechungsgesetz, das Descartes einem Zeitgenossen stahl, von Lamberts diffuser Reflexivität zu Thomas Youngs wunderschönen schillernden Moirés, nichts an avancierter Computergrafik wäre ohne wissenschaftliche Optik zu haben. Und nichts wäre falscher als der von Husserl und anderen Phänomenologen in die Welt gesetzte Glaube, solchen Formeln seien die Schönheiten dieser Erde zum Opfer gefallen. Sie scheinen mir im Gegenteil erst die Spielräume aufgetan zu haben, in denen bildende Künstler dann fündig werden konnten, zumindest bevor Bilder sich selbst errechneten. Meines Wissens allerdings geht die Kunstwissenschaft der verschlungenen Geschichte aller dieser Optiken recht selten nach. Was Goethes Farbenlehre einst als Taten und Leiden des Lichtes verklärte, sind doch wohl eher Taten und Leiden von Forschern, die wie Joseph Plateau ihr Augenlicht erst opfern mussten, damit das Lebensrad desselben Plateau sich dann für den Film in Bewegung setzen konnte. So lange hatte der optische Phänomene studiert, bis er blind wurde. Ich weise auf eine mir bekannte, sehr schöne Ausnahme hin. Michael Baxendales Buch über die Aufklärung und ihre diffusen Schatten denkt im ersten Kapitel reinweg von der heutigen verfügbaren Computergrafik her, die Farben, die Schatten und die Lichtverhältnisse, die Reflexionen und so weiter, um dann in den folgenden Kapiteln die Gemälde des französischen 18. Jahrhunderts auf ihren Implementierungsgrad dieser Gleichungssysteme sozusagen historisch ohne jede Rangkühn abzufragen. Dieses kunsthistorische Verfahren scheint mir wäre dringend fortzusetzen, denn wir alle sehen nur mit Mühe, wer uns das Sehen beibrachte jeweils. Und ich denke, das ist eine lange Geschichte. Diese unterschiedlichen Weisen, das Sehen wissenschaftlich zu modellieren, hat nun auch zur Folge, dass selbst die computergenerierte Standard-Fotorealistik paradoxerweise Stil zeigt, als wäre sie Kunst. Das möchte ich jetzt im dritten Teil an den zwei Verfahren erläutern, die seit etwa 15 Jahren für fotorealistische Bilder und Werbegrafik der Stand der Kunst sind, State of the Art. Ich füge nur mündlich schnell hinzu, dass wenn Sie Computerspiele spielen, dann kriegen Sie eine etwas runtergerechnete, trivialisierte Variante des ersten dieser beiden Verfahren. Nicht richtiges Raytracing, das wäre prohibitiv rechenaufwendig, sondern Sie werden mit Raycasting abgespeist. Das ältere dieser beiden Verfahren nennt sich, wie gesagt, Raytracing, auf Deutsch etwa Verfolgung eines Strahls. Der neuere, da viel rechenaufwendigere Algorithmus heißt Radiosity, auf Deutsch etwa Strahlungsverfahren. Gemeinsam sind beiden Techniken nur zwei Vorannahmen, die sehr allgemein sind. Erstens das Gesetz der Perspektive, über das man auch streiten könnte, und zweitens eine Bauklötzchenwelt oder Baukastenwelt, deren dreidimensionale Objekte oder Elemente lediglich, aber auch lediglich als Zahlenkolonnen im Programmcode existieren, also nie von selber zu visueller Wirklichkeit gelangen.
Das geschieht erst dann, wenn ein virtuelles Auge auf diese Objekte fällt, dessen Taten oder Leiden Ray Tracing und Radiosity aber ganz unterschiedlich rechnen, wenn sie eine Sekunde Zeit haben. Also wenn man so ein Objekt in einem imaginären geometrischen Raum definiert und beschließt, es soll in Koordinaten x, y, z sowieso, soll bitte ein Steinerpatch oder eine Pyramide auftauchen, und man schreibt das ja alles in Zahlen hin, man schreibt sein Programm und dann füllt man sein Programm mit Zahlen aus und dann lässt man das Ding kompilieren und lässt das Ding laufen. Und dann sitzt man da und oft ist es nur weißer Himmel oder blauer Himmel zu sehen, und das Objekt, von dem man noch dachte, man hätte es in den sichtlich-perspektivischen Bereich des Bildes hineingesetzt, befindet sich irgendwo auf der Rückseite oder oben auf dem Mond oder unten in der Unterwelt, die es auch gibt in solchen virtuellen Welten. Und dann braucht man manchmal Stunden, bis aus diesem Rechenraum in den sichtbaren Monitorraum so ein Ding geholt ist. Also es kostet Nerven, wollte ich sagen. Also jetzt zu diesem virtuellen Lichtstrahl, der auf die virtuellen Dinge fällt, in den beiden unterschiedlichen Varianten. Sie können ja das Bild Nummer 6 schon mal ausfahren. Beim Raytracing sendet dieses Auge einen messerscharfen Ray, einen Strahl, der nacheinander alle Pixel eines virtuellen Bildschirms abtastet, ganz wie einst der Blick Albertis durch das Gitter einer zarten Leinwand auf die Szene fiel. Der Strahl kann nun entweder den Hintergrund treffen, der in diesem sehr alten Bild einfach blau gehalten ist, oder aber der Strahl, und das ist der interessante Fall, fällt auf eines dieser virtuellen mathematischen Objekte, hier nur zwei, ein Schachbrett und eine durchsichtige, transparente Glaskugel. Wenn der Strahl, der eigentlich der Strahl des Auges ist und gar nicht der des Lichts, auf den bloß reflektierenden Schachbrett fällt, dann wird er eben wegreflektiert einmal. Wohingegen, wenn der Strahl auf die durchsichtig gemachte Kugel fällt, dann dringt er in die Kugel ein nach dem Gesetz der Brechung oder Refraktion, landet am anderen Ende der Kugel, fährt durch die Kugel wieder durch, bricht sich teilweise zurück, teilweise geht er gerade durch, trifft dann wiederum auf das Schachbrett und so weiter. Auf jeden Fall der anfangs einfache Augenstrahl durch jedes dieser Pixel auf dem virtuellen Bildschirm spaltet sich auf wie ein Baum, immer mehr Entscheidungen, vor allem im Fall der Durchsichtigkeit, und holt sich aus jeder dieser Verzweigungen, am Ende der Verzweigung, eine Farbinformation, wie denn das Objekt an dieser Stelle eingefärbt war, addiert alle diese Farbinformationen in dem Baum zusammen, zieht sich als Baum mit den gewonnenen Tentakelresultaten wieder in sich auf seine Wurzel zurück und gibt dann am Ende ein einfaches Rot-Grün-Blau-Zahlenwertchen heraus für dieses eine Pixel. Und so kam es denn, dass da etwas Grün auftaucht in der Mischung von Blau und Gelb, das eigentlich im Bild gar nicht vorhanden ist. Wichtig ist, und das begründet den Stil, dass sozusagen nur lokale Eigenschaften des Bildes abgetastet werden, weshalb dann die glasklare Durchsichtigkeit die Durchsichtigkeit allen industriell verfügbaren Glases übertrifft und die Glanzlichter, die sich setzen in der Reflexion, punktueller sind als alles, was wir in der sogenannten normalen Welt sehen. Deshalb habe ich Ihnen nichts Schönes gezeigt, sondern zur Abschreckung, fast wie zur Abschreckung, eines der allerersten gerechneten Raytracing-Bilder 1979 von Turner Whitehead für die Bell Labs als Experiment programmiert und ausgegeben. Klarer können also künstliche Bilder ihre Künstlichkeit kaum ausstellen. Beim Radiosity-Verfahren nun geschieht genau das Umgekehrte. Glanzlichter und scharfe Spiegelreflexe sind zwar fast unmöglich zu modellieren, dafür aber ist die ganze virtuelle Szene wie eingetaucht in ihr eigenes Licht. Es zählen nicht mehr Punkte in dem Bild, sondern ganze Flächen eines Innenraums, der sich fast wie ein thermodynamisches System modelliert. Und diese Flächen des Innenraums interagieren in ihren Farben immer wieder miteinander, wie sie das auch in der Natur tun, nur eben in unglaublicher Geschwindigkeit.
sodass dann nicht mehr die Spiegelreflexion, sondern die diffuse Reflexion, dieses Schimmern einerseits und andererseits das sogenannte Farbbluten so restlos dominieren, als hätte am Ende Johannes Vermeer noch einmal sein Mädchen mit dem roten Hut verewigt. Der rote Hut, den Sie alle kennen und den ich nicht dabei habe, färbt auf die ganze obere Gesichtshälfte dieses Mädchens von 1670 ab und das blau-grüne Kleid von unten färbt auf das ganze Untergesicht ein. Und so färben hier die unterschiedlich eingefärbten Wände den Tisch an und der Tisch die Wände und das rekursiv, also immer, immer wieder. Und Ausgangsbasis ist dieses traurige Wireframe und die Farben sind dann alles Radiosity. Das Wireframe-Bild, das ich Ihnen noch versprochen hatte, obwohl Sie es alle kennen. Das Einzige, was Vermeers Kunst und dieses Bild schon auch sofort erkenntlich unterscheidet, bei der Radiosity müssen im Unterschied zum Raytracing alle Flächen approximiert werden als ebene Flächen. Das schließt alle schönen Kurven, alle schönen Krümmungen und den ganzen Reiz junger Mädchen natürlich im Prinzip aus und muss weggerechnet werden. Und das macht natürlich das Endergebnis noch diffuser, als der Algorithmus eh schon ist, weil er auf Diffusität setzt. Noch ein bisschen Geduld, dann wird das wenigstens ästhetisch etwas befriedigender. Ich habe Ihnen also zwei Rendering-Verfahren gezeigt als zwei Stile, die einander schon vom Ansatz her diametral entgegengesetzt sind, die sie widersprechen. Anders gesagt, Sie sehen zwei Mathematiken aus unterschiedlichen Jahrhunderten Europas umgeschlagen in Computergrafiken. Diese Zeitentiefe zu betonen, daran liegt mir, wie schon im Fall der Brüder Weber, weil nämlich sonst die Software-Schmieden in den USA nicht nur alle gemalten Bilder patentieren lassen würden, zumindest digital, sondern auch alle je errechneten. Das ist ja so ihre übliche Art. Ich meine die Art dieser Software-Schmieden wie Korba und Microsoft. Bleibt also festzuhalten, dass der Gedanke hinter jedem Raytracer exakt datierbar von 1637 stammt, also nicht patentierbar ist. Kein geringerer als René Descartes hat das Farbenspiel des Regenbogens damals geometrisch geknackt und zu diesem Zweck eben nicht nur, wie ich es an der Glaskugel vorhin vorgeführt habe, das gute alte antike Reflexionsgesetz benutzt, sondern auch dem holländischen Freund und Bekannten das brandneue Refraktionsgesetz einfach wissenschaftlich geklaut. Auf diesen kartesischen Kunststücken an Kugeln, Tangenten und normalen Strahlen und so weiter, baute dann der Differentialkalkül weiter, sodass mit Fug zu sagen wäre, Raytracer setzen aus Tangenten und Normalen die erste Ableitung als solche ins Bild. Das sieht zwar niemand außer den Programmierern, sollte aber vielleicht der einst, wenn Deutschlands kindgemäße Schulen je erwachsen werden, zur allgemeinen Bildung zählen dürfen. Anders steht es um die Herkunft von Radiosity. Zunächst hatte der Algorithmus als solcher mit Optik gar nichts zu tun. Er stammt, wie ach so vieles an heutigen Computern, aus den Waffenschmieden des Kalten Krieges und diente seit etwa 1960 dazu, glühende Raketenköpfe im Modell wirksam zu kühlen, wenn sie in die Atmosphäre wieder eintauchten nach ihrem Flug über den Nordpol Richtung Sowjetunion. Hinter dieser Ausbreitung von Hitze natürlich aber steht, als mathematischer Gedanke, wie schon erwähnt, Johann Heinrich Lamberts gute alte Diffusion des Lichts. Kugeln spiegeln halt nicht nur, sondern sie scheinen auch ganz diffus. Wenn Sie den Mond anschauen, dann sehen Sie kein Spiegelbild der Sonne, wäre zu schön. Was Sie sehen, ist Lambertschen Reflection, Lamberts Reflexion, erst von Lambert auf den Begriff gebracht. Damit, das heißt aber dann, dass die Mathematik, die als Radiosity in Erscheinung tritt, ein Integralkalkül ist, das Gegenteil einer Ableitung. An diesem Entweder-Oder zweier prominenter Wege zum Rendering leuchtet vielleicht ein, wie fern errechnete Bilder noch vom Endziel sind, von jedem Endziel, das Borges einst den Spiegeln und der Vaterschaft zuschrieb, nämlich diese elendste aller Welten noch zu verdoppeln. Denn selbst, dass es in jüngster Zeit gelingt, Raytracing und Radiosity mit Gewalt zu kombinieren, bringt uns das zwar die Kathedrale von Chartres näher,
aber noch lange keine Naturgesetze. Wir sehen jetzt ein einigermaßen schönes Bild von der IBM und hat auf dem Mainframe-Rechner, Großrechner, also tagelang gerechnet, weil es eben erstmal Radiosity treibt, um die allgemeine, um Farbbleeding und allgemeine Lichtverhältnis eines Innenraums zu rechnen und dann Radiosity und dann Raytracing, um alle Reflexionen und vor allem natürlich die einfallenden Lichtstrahlen da oben, die das System eigentlich sprengen würden, weil es kein Innenraum dann mehr ist mit Außenlicht, auch noch einzubauen. Kunsthistoriker werden immer noch nicht zufrieden sein. Die Kathedrale von Chartres bleibt wahrscheinlich nicht simulierbar, aber so weit war etwa 1993, glaube ich, die Computergrafik in den Forschungszentren. Also solche hybriden Verfahren heißen exakt so wie dieses, nämlich Raytracing plus Radiosity zusammenzubringen, Teufel komm raus, weil sie eben hybride sind, aber in der Natur nicht vorkommen. Lediglich in der Theorie weiß die Computer Graphics Community, aus der heraus ich hier zu formulieren mir erlaube, immerhin schon, was völlig durchgerechnete Bilder wären. Im vereinfachten Fall unter Zugrundelegung einer noch geometrischen Optik müssten gelöst werden Fredholmsche Integralgleichungen der zweiten Ordnung, was ziemlich ausgeschlossen ist, weil dann das Licht mit sich selber agieren würde. Und im realistischen Fall einer elektroquantendynamischen Optik müssten gelöst werden Feynmannsche Pfadintegrale über alle beteiligten Photonen. Buff. Dann erst würden Katzenfälle schimmern und Ölhäutchen irisieren, die Rechenschritte aber würden ins Immense steigen. Die Welt ist leider alles, was der Fall ist. Ich komme zum Schlusskapitel über Wissenschaft. Und zunächst über Scientific Visualization im Anwendungsbereich und im zweiten Teil dann über Bildgebung im Computerkonstruktionsbereich, im Computer Design, im Computer Aided Computer Design, wenn ich so sagen darf. Genau aus dieser Schwierigkeit heraus jedoch erwächst den digital errechneten Bildern ihre hoffentliche Zukunft. Ich höre als Indiz oder habe als Indiz dafür bei einer führenden Berliner Grafikfirma gehört, dass die avanciertesten Firmen der Branche ihre Algorithmen bereits mit den Kernphysikern im CERN in Genf austauschen, weil eigentlich es vollkommen egal ist, ob man sich die Visualisierung von Photonen anschaut, von Quanten oder von Quarks. Also ob man optische Dinge errechnen will oder einfach die letzten Geheimnisse der Materie. Ich habe leider keine Bilder von diesen CERN-inspirierten Verfahren, sondern zeige Ihnen nur einige, zwei Bilder von Swimmingpools, die hier noch geometrisch gerechnet sind, mit grauenhafter Mühe, Kaustiken sind, furchtbar schwer herzustellen. Sie können auch gleich das andere zeigen, das andere Bild. Hier, diesem Swimmingpool, dem liegt halt die banale Annahme zugrunde, dass das Wasser sich eigentlich aus Ebenen zusammensetzt und dass Beton normalerweise auch plan ist und dass man es gerade noch deshalb rechnen kann, sobald solche kaustischen Effekte an gekrümmten, und das sind die normalen Dinge dieser Welt, stattfinden würden, wäre es unmöglich noch mathematisch zu modellieren und man müsste eben dann zu dem CERN in Genf, zu teuren Monte Carlo Verfahren greifen und einfach den Zufall rechnen lassen und dann kämen hoffnungsvollerweise die Glanzlichter, die Sonne in die Ober das Wasser und unter das Wasser von Swimmingpools wirft, genauso oder einigermaßen so ähnlich schön raus, wie das David Hockneys ganze kalifornische Faszination ist. Und diese Konvergenz zwischen computergenerierten Computer-Rendering-Verfahren und physikalischer Grundlagenforschung scheint über allen kommerziellen Milliardenerfolg hinaus die wahrhafte Bestimmung der errechneten Bilder. Wie schon in der Einleitung von Frau Dr. Huchner angedeutet,
hat jedes szenische Medium im Lauf unserer langen Geschichte eine Schicht des Wirklichen wohl freigelegt, so wie es eben keine Brisanzgeschosse gäbe ohne Momentfotografie oder keine Tuberkulosebehandlung ohne Wilhelm Röntgen. Die wissenschaftliche Visualisierung und sie allein berechtigt es also, von einem Iconic Turn ernsthaft zu sprechen. Seitdem die wissenschaftlichen Bilder nicht mehr nur in Zwischenspeichern aufgefangen werden, wie einst auf Röntgenschirmen oder Zelluloid, sondern ohne Rechnerunterstützung gar nicht zustande kämen, gilt das umso mehr. Es kommt sozusagen zu einem Iconic Turn in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, genau in dem Moment, wo das alte Modell von wissenschaftlicher, optischer Gegebenheit vor unseren Augen dahin stirbt. Peter Mittelstädt, ein in Köln lehrender Physiker, hat einen sehr klaren Aufsatz geschrieben, in dem einfach Kants Kritik der reinen Vernunft aufschlägt und sich den Grundbegriff der Anschauung geben lässt, als das Medium sozusagen, in dem bei Kant in Zeit und Raum als Anschauungsformen alle Dinge an sich zu uns sich transformieren in Dinge für uns, in Erscheinungen, in Phänomene, die dann von der Wissenschaft untersucht werden können. Diese Lehre von der Anschauung, vom Phänomen und von den Erscheinungen bei Kant ist das alte, neuzeitliche, tragende Konzept vom wissenschaftlichen Bild und das zersetzt sich unter unseren Augen, sagt Mittelstädt, vollkommen, weil kein Wissenschaftler, vor allem keiner in der Kernphysik im CERN in Genf, noch irgend eine Anschauung hat. Es sind lauter Computer, die alle die konstitutiven Leistungen des einstigen Subjekts, nämlich Anschauung und Verstand, im Vorhinaus tun. Von der Steuerung der atomaren Experimente, über die Registrierung des Outputs dieser Experimente, die statistische Glättung dieser katastrophal Monte Carlo-mäßig gestreuten Werte, bis hin schließlich zu einer Computergrafik, die diesmal aber das ganze Gegenteil von Fotorealismus liefert. Es erscheint am Ende zum Glück ein Bild, das wie im Sprichwort mehr als 1000 Worte sagt, weil es eben auf einen Blick Entdeckungen in der Kernphysik erlaubt. Plötzlich taucht da dieses neue Teilchen auf oder eben auch Diagnosen in der Medizin. Was diese computergestützten medizinischen Bildgebungsverfahren angeht, bezweifeln allerdings die Experten, mit denen ich lang gesprochen habe, ob der Name Bild überhaupt noch sinnvoll ist. Weil zu viele nicht mehr kontrollierte Zwischenschritte schon in der Hardware oder in der Software zwischen einem, sagen wir, Hirntumor und seiner Computertomographie. Also dieser Experte, der die Dinger programmiert und auch ihre Geschichte schreiben will, empfiehlt den Ärzten eben den Bildbegriff so mit Fingern, also mit ganz spitzen Fingern anzufassen, damit sie ihren Patienten nicht schaden. Also keine einzige Farbe bildet irgendeine reale Farbe ab und letztlich auch nicht alle geometrischen Sachen, die man auf dem Bildschirm sieht, entsprechen realen geometrischen Verhältnissen. Also, und an die Stelle der guten alten Anschauung gegebener Phänomene sind eben frei visualisierte elektrische Potenziale getreten oder der Spin von Elektronen. Und sobald solche computergrafischen Befunde auch noch im Stand gesetzt sein werden, was ich hoffe, ihrerseits den Eingriff anderer Computer auf die Ausgangsdaten anzusteuern, dann würde sich ein Regelkreis schließen. Die Wissenschaft würde sich kein Bild mehr von der Welt machen, so wie Heidegger das für die vergangene Wissenschaft gesagt hat, sondern die Wissenschaft ließe Computer ihre Schleifen zwischen Bild und Handeln ziehen. Und zur notdürftigen Illustration dieses Gedankens komme ich auf das alte erste Bild von Descartes zurück, das vielleicht nicht ganz glücklich gewählt ist. Aber vergleichen Sie einfach diese heutigen kreisförmigen Verschaltungen von bildgebenden und bildgesteuerten Automaten ein zweites Mal mit diesem ersten wissenschaftlichen Bild, das ich gezeigt habe. Hier sieht man es vielleicht schlecht auf anderen Bildern in demselben Traktat von Menschen. Lenken afferente Nerven etwa die von den Augen ins Gehirn führen, andere efferente Nerven, die vom Gehirn
dann wieder in die Fingermuskeln führen, bis dieser Automatenmensch per Definition nach dem schönen Apfel des Paares greifen kann oder was auch immer ihm gelüstet. Es bleibt also zwischen Descartes und der heutigen Form einer interaktiven Computermedizin zum Beispiel prinzipiell alles wie gehabt, nur ist eben der Mensch oder Philosoph, der sich bei Descartes einst auf dem Buchpapier selbst aufzuschneiden wagte, in die Computerfarmen abgewandert. Ich mache einen letzten Einwand mehr und komme dann zum Ende. Gegen solche Zukunftsvisionen, dass die Computergrafik Bild, also dass das Computerbild handlungssteuernd sein könnte, zum Beispiel eben Nanomechaniken antreiben, spricht noch ein bisschen der technische, optische Rückstand von heute. Es scheint die Lust auf fertig errechnete und durchs Netz gejagte Bilder so groß oder auch so geldgierig zu sein, dass die Computergrafik sowohl im PC als auch im Netz fast wie eine Einwegstraße wirkt. Also schon damit von jeder möglichen Rückkopplung abgeschnitten bleibt. Handelsübliche Grafikkarten und Monitore sind einzig dazu da, Bilder aus dem Arbeitsspeicher auf den Monitor zu bringen, nicht aber umgekehrt vorgegebene Bilder im Arbeitsspeicher durchzurechnen. Scanner sind eine schöne Ausnahme, aber eine der wenigen Ausnahmen. Allgemeiner gesprochen, die Bildsynthese ist der Analyse technisch noch meilenweit voraus. Selbst eine so prominente und gute Grafiksoftware wie X-Window unter Unix als Betriebssystem, die Standard Grafikoberfläche erlaubt ganz selbstverständlich wie jedes andere Grafikprogramm, dass der Programmierer Pixel oder Farben, wo er will und in welchen Farben er will, ausgibt. Aber dieses X-Window als ein riesiges Softwarepaket kennt nicht einmal den einfachen Befehl, um derlei Farben auf dem Monitor auch wieder einzulesen. Also das zu dem jammervollen Stand der Analyse. Wir hätten dieses Bild auf dem Monitor und können, wenn wir es verändert hätten oder wenn es neu wäre, überhaupt nichts damit machen. Insofern bleibt die Computergrafik, wie sie uns als sogenannten Endbenutzern, Endusern vor den Augen steht, eigentümlich blind. Errechnete Bilder, die auf unsere Gesichter oder Autos oder sonst was zurückgreifen und die Merkmale dieser Gesichter oder Autos mathematisch extrahieren, liegen zwar in Masse vor, bleiben aber tunlichst in den Datenbanken derer, die als Staat oder als Industrie das Sagen haben. Einzig rühmliche Ausnahme, weil sie Patienten retten kann, scheint die erwähnte Computerdiagnose in der Medizin. Schon daher wäre es für Universitäten zum Beispiel lohnend, aber auch dringend, eigene, nicht proprietäre Verfahren der Bildanalyse zu entwickeln, nicht nur Verfahren der schöneren Bildsynthese. Wer kann, um jetzt hier ein Beispiel für die Kunstgeschichte zu fantasieren oder auszusinnen, wer könnte im Vorhinein entscheiden, was besser ist oder wer es besser kann? Menschenaugen wie bislang oder aber Bilderkennungsalgorithmen, wenn es etwa darum geht, alle echten Bilder eines Malers von allen Fälschungen dieses Malers zu unterscheiden. Ich nehme noch einmal Vermeers Mädchen mit dem roten Hut. Das tauchte leider erst 1820 aus dem Dunkel auf und ist so romantisch schön, dass viele Kunsthistoriker auf einen späteren Fälscher tippen. Man würde also, ich glaube 37 Bilder gibt es ja nur von Vermeer, wir würden sie alle einlesen, wir würden sie einer automatischen Bildanalyse unterwerfen, wir würden alle ihre Pixel und alle ihre Geometrien über alle Pixel integrieren, korrelieren, was die statistischen Verfahren sonst noch sind, und wir würden, und wenn der Ähnlichkeitskoeffizient des Mädchen mit dem roten Hut mit dem Mädchen mit der Perle so nah ist wie der Abstand, der Bildabstand zwischen zwei anderen Bildern Vermeers, würden wir erfolgreich auf echt tippen. Ich weiß nicht, ob die Kunstgeschichte das macht, aber sie sollte es viel öfter machen. Die Neutestamentler machen es und haben falsche und echte Paulusbriefe damit wunderbar getrennt. Im Einklang mit der katholischen Tradition, komischerweise auch noch. Das,
Dieser Vorschlag hat nicht nur den witzigen, war nicht nur ganz witzig gemeint, sondern ich denke, dass es vielleicht der Kunstwissenschaft und vor allem eben der Bildwissenschaft sehr gut tun könnte, wenn sie nicht zu sehr abhängt von externen Merkmalen des Bildes und welche externen Kontingenten Merkmale ich eben auch den Malernamen und den Titel des Bildes zu rechnen mir beliebe, sondern wenn sie sich nach den internen Merkmalen der Bilder, dieser internen Merkmale annehmen würde, die eigentlich prohibitiv komplex sind, um von Menschen anders denn gestaltistisch noch wahrgenommen zu werden. Und Computer können dann beweisen, ich hoffe natürlich, dass der rote Hut von Vermeer ist. Punkt. Ende. Dieses riesige Missverhältnis zwischen Analyse und Synthese, also zwischen, Sie können auch sagen, zwischen Berechnung eingescannter Bilder und Errechnung neuer digitaler Bilder, dieses Missverhältnis leidet selbstredend eine einzige Ausnahme, mit der ich schließe. Sie werden es erraten haben, ich habe es ja auch gesagt, diese Ausnahme heißt Computerei. Wie immer beißt sich nur die Schlange selber in den Schwanz. Denn in der Technologie selbst des Leitmediums, das unsere Kultur von allen anderen Kulturen unterschieden haben wird, wenn seine Auswirkungen einst offenbar sind, in dieser Technologie fallen die berechneten und die errechneten Bilder zusammen. Ohne Bilder, in einem präzisen Sinn, wären Computer ein Spielzeug von Mathematikern geblieben. Eine Maschine auf Buchpapier, ganz wie Alan Turing 1936 ihre aller Prinzipschaltung in Worten und mathematischen Zeichen angeschrieben hat. Wir müssten unsere Beine weiterhin von Hand berechnen, wie einst die Webers 1836, hübscherweise genau ein Jahrhundert vor Turing. Aber ganz wie die Symbiose von Grafikkarte und Radarschirm schließlich zur grafischen Benutzeroberfläche führte, so treibt eine Symbiose von Hardwareentwicklung und Materialforschung den Siegeszug, den unaufhaltsamen Siegeszug der Digitaltechnik voran. Die Hardware auf der einen Seite wäre ohne technische Bilder weder zu begreifen, noch zu bauen, noch zu lehren, noch zu überliefern. Schaltsymbole und Schaltpläne, Kennkurven und andere Diagramme eröffnen jeweils Felder der Berechnung, denen die realen Schaltungen als immer winzigere Spiegelbilder dann mehr und mehr entsprechen. Man kann, glaube ich, die ganze Technikgeschichte auch als diesen Zusammenfall von Entwurf, als diesen immer zunehmenden, historisch zunehmenden Zusammenfall, Näherung von Entwurf und praktischer Ausführung interpretieren. Also Computerdesign, womöglich zum ersten Mal in aller Technikgeschichte, ist dann der Zusammenfall von Recto und Verso, von Schaltplan und elektronenlithografisch erzeugten Chip auf dem Wafer. Der Materialforschung auf der anderen Seite ist es zu danken, dass Computer nicht mehr im Schritttempo ihrer frühesten Dinosaurier rechnen. Als Shockley, Brattain und ihre Mitarbeiter von den Bell Labs 1949 den Transistor schlicht erfanden, da lief die erste Materialforschung nach Rechenelementen in ihre Zielgerade ein. Germanium, bald darauf Silizium, später Galliumarsenid, erwiesen sich als Elemente, als chemische Elemente, die auf atomarer Ebene leicht getrickst, umgewandelt, Signale verstärken konnten und am Ende Bits auch zählen konnten. So kehrte der mathematische Materialismus eines Pythagoras triumphal zurück. Aus Transistoren wurden dank technischen Bildern integrierte Schaltungen, aus ICs dank technischen Bildern schließlich Oceans of Gates, also ganze Ozeane von Transistorgattern, wie die Branche in einer Anwandlung von poetischer Größe sie genannt hat. Die Festkörperphysik verfügt infolgedessen über Hochleistungsrechner, die ihr Bilder der Materie selber zustellen können. Diese computergenerierten Bilder zeigen Strukturen immer höherer Auflösung, dank den Raster-Elektronen-Mikroskopen der IBM und so weiter.
diese Strukturen einmal visualisiert, gesehen, man muss sie mal gesehen haben, bevor man was machen kann mit ihnen, diese Strukturen ihrerseits geben die Möglichkeit immer effizienterer, zukünftiger Computer-Hardware vor. Während, wie ich andeutete, der Rückgang auf die Ebene einzelner Photonen und Quanten in der Computergrafik nur ein realistischer Tick der Programmierer bleibt, ist dieser Rückgang beim heutigen Computerdesign eine blanke technische Notwendigkeit. Schon weil die Siliziumtechnologie in 5-6 Jahren an ziemlich üble physikalische Grenzen stoßen wird. Sie alle werden stattdessen von den fast überirdischen Fähigkeiten der neuen Quantencomputer mittlerweile gehört haben, die ja jetzt im Versuchsstadium laufen und eines schönen Tages alle verbliebenen Feindcodes soll knacken können, falls die NSA, die amerikanische National Security Agency, dann denn überhaupt noch Feinde haben sollte. Auf dieser untersten Ebene strahlt Materien aber nun, Einsteins Formel, als reine Energie, ist also immer schon Information und das heißt computertauglich. All die famosen Paradoxien der Quantenphysik seit 1920 hören mit einem Schlag auf, bloße Lehrbücher zu bevölkern. Sie ziehen als Tunneleffekte oder als Quantenfallen in den technischen Alltag ein und scheinen von einem weit vorausschauenden Dämon zu diesem einzigen Zweck eins offenbar zu sein. In solchen schönen Worten wie Tunnel oder Falle sehen Sie ja bereits die irreduzibel geometrische oder genauer topologische, also bildhafte Struktur solcher technischen Letztelemente. Jedenfalls gäbe es kein Bild von den Grundbausteinen dessen, was ist, ohne moderne Computer und umgekehrt keine modernen Computer ohne jenes unvorstellbare Bild. In dieser menschenleeren Einheit blitzt das Sein auf, ein Bild für Götter. Wir dürfen vielleicht irgendwann schal gewordene Worte wie Gesellschaft oder Technikfolgenabschätzung verlernen, weil irgendwie Sozialdemokratie als Gedanke am Ende scheint. Ich rufe stattdessen einen Vortrag ins Gedächtnis, den ein Münchner Auditorium Maximum, aber das andere in der Technischen Universität, am 18. November 1955 Raum und Zeit gab, um die Künste im technischen Zeitalter zu bedenken. Das ist ja ein Unternehmen gewesen, das dem Ihren gar nicht so fern steht. Martin Heidegger, der eingeladene Gast an jenem Abend, stellte jedoch nicht die Frage nach den Künsten im technischen Zeitalter, sondern die Frage nach der Technik überhaupt. Im folgenden Absatz, mit dem ich schließe, hören Sie bitte entbergen als Heideggers eigensinniges Wort für das Geschehen geschichtlicher Wahrheit. Hören Sie bitte schalten, ob mit oder gegen Heideggers Wortlaut, als den digitalen Takt im Computer von heute. Und hören Sie bitte schließlich steuern, als das Tun von Algorithmen und Computer Science, das ich zu beschreiben suchte. Dann bündelt sich alles, was ich Ihnen mit Daten und Fakten zu belegen suchte, in wenigen kurzen Sätzen, weil diese wenigen kurzen Sätze Heideggers von dem Kreislauf dieser Hochtechnologie von heute ebenso wohl handeln, wie auch selber in ihrer kreisförmigen Satzstruktur zeugen. Das Entbergen, das die moderne Technik durchherrscht, hat den Charakter des Stellens im Sinne der Herausforderung. Diese geschieht dadurch, dass die in der Natur verborgene Energie aufgeschlossen wird, das Erschlossene umgeformt, das Umgeformte gespeichert, das Gespeicherte wieder verteilt und das Verteilte erneut umgeschaltet wird. Erschließen, umformen, speichern, verteilen, umschalten sind Weisen des Entbergens, Weisen der Wahrheit selbst. Dies jedoch läuft nicht einfach ab, es verläuft sich auch nicht ins Unbestimmte. Das Entbergen entbirgt ihm selber seine eigenen vielfach verzahnten Bahnen dadurch, dass es sie steuert. Also die Wahrheit entbirgt ihr selber ihre eigenen vielfach verzahnten Bahnen, beispielsweise auf einem Chip, dadurch, dass die Wahrheit diese Chips steuert. Danke fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank für diese wunderbare Schleife von Descartes zu Descartes mit einer noch wunderbareren Schlussschleife über Heidegger hinweg. Ich
würde Ihnen gerne die erste Frage stellen, die ist zwar etwas ketzerisch und vielleicht kommt sie jetzt auch daher, das ist ja auch das Prinzip dieser Vortragsreihe, dass man sozusagen als Fachfremder naive und dumme Fragen stellen darf. Für viele von uns ist ja das, und vielleicht ist es auch am Anfang eine etwas persönliche Frage, für viele von uns ist ja das World Wide Web so eine Art privater Iconic Turn, ja, also auch durch das World Wide Web haben wir ja sozusagen gelernt, oder die Macht der Bilder und der Computer gelernt. Jetzt gibt es Leute, die kritisieren Sie ganz offen in diesem Web, dass Sie selber keine Webpage haben. Kann man das als Medientheoretiker? Aber selbstverständlich. Und warum? Sie reden über Bilder und Sie zeigen uns keine Bilder. Das ist immer der Gerd Lohring aus Rotterdam, glaube ich, der die Kritik ausübt. Der ist ein leidenschaftlicher Netzheld und hat auch das halbe Kosovo mit seinen Netzeinsätzen mitgerettet. Also ich bin ihm für sein Engagement sehr dankbar, verstehe diesen Streitpunkt zwischen uns nicht. Ich habe mich für Computergrafik interessiert, als von Netzanschlüssen noch gar nicht die Rede war, sondern auf stinknormalen Intel 386 liefen meine Raytracing-Bilder ungefähr 2 Tage und Nächte lang, bis sie durchgerechnet waren, und heute sind es 3 Sekunden. Und und eine so faszinierende Geschichte, ich sehe nicht ein, was sich am Computerbild ändert, wenn es übers Netz gesendet wird, es verstopft nach Bredekamps ernsthaften, schönem Scherz die Datenleitungen und ist natürlich trotzdem wunderbar informativ für Fernuniversitäten, aber es ändert doch am Wesen eines Bildes nichts, wenn es gehandelt wird. Das war doch, wenn ein Bild und warum und ein Meten und ich glaube, viele Menschen unterliegen ja der allgemeinen Illusion, ich möchte jetzt hier nicht im Glashaus sprechen, aber Medien ist ein weiterer und abstrakterer Begriff als Bilder. Und kein Medienhistoriker ist gezwungen, ein Bildfanatiker zu sein. Die akustischen Medien werden sträflich unterschätzt, zum Beispiel im ständigen Ausdruck audiovisuell, wo der ganze Akzent dann auf visuell liegt und Audio bloß so aus Verlegenheit mitgeschleppt wird. Und ein Medienhistoriker und Theoretiker hat sich um alles zu kümmern. Und solange er Theorie und Geschichtsschreibung macht, ist er auf das Medium des Buches auf eine brutale Weise angewiesen, die aber auch dem Ehrfurcht vor dem Buch ist. Und wir haben natürlich eine Webseite als Lehrstuhl, aber die gestalte ja hoffentlich nicht ich. Noch nicht mein Bild von Ihnen ist drauf. Also sozusagen auch ein Respektzeugnis an die älteren Medien, das finde ich ja dann wiederum schön. Eine zweite Frage würde ich gerne, bevor wir Ihnen auch die Gelegenheit zu Fragen geben, anschließen. Und die ist wieder ein bisschen ketzerisch, nämlich Ihre etwas positivistische Einstellung zum Bild hat mich doch überrascht, weil die Rolle des Bildes in der Wissenschaft ist ja nicht gerade eine ganz unzweifelhafte. Die Bilder verleiten zur Suggestion. Wir haben wunderbare bunte Bilder, die uns jetzt plötzlich suggerieren, wir könnten wissenschaftliche Zusammenhänge verstehen. Mhm. Wir haben wunderbare Bilder, die uns täuschen. Sozusagen viele der sozusagen letzten aufgeflogenen Forschungsskandale beruhen ja sozusagen auch auf falschen Bildern. Und genau durch diese Bilder lassen wir uns ja offensichtlich am leichtesten täuschen. Können Sie dazu was sagen, zu dieser Rolle sozusagen des Bildes als, oder zu dieser unguten Rolle des Bildes in der Wissenschaft? Überrascht mich jetzt, also das letzte Beispiel von gefälschten Bildern, natürlich wie immer in Amerika, waren ja falsch gezeichnete statistische Graphen, da waren ja, Graphen kann man ja zeichnen, wie man will, so wie man Aktienkurse als unendlich exponentielle Funktion anschreiben kann, seinen Aktionären und versprechen, dass der Aktienkurs im nächsten Jahr nach der Funktion E hoch X explodieren wird. Damit kann man wunderbar lügen, aber ich denke, was Roland Barthes für die naturwissenschaftlich exakten Bild Abholverfahren sagt, dass es ein Punktum des Reellen in solchen Bildern gibt, wenn wir mit Elektronenrastermikroskopie über Silizium hinweggleiten. Würden Sie das große Fälschungsmöglichkeiten sehen, wenn man wirklich jetzt Einzelatome oder Moleküle sichtbar macht zu dem Zweck, bessere Schaltungen zu bauen zum Beispiel, was der Hauptzweck ist? Der Einwand war eher, dass wir uns leichter von Bildern als von Texten täuschen lassen. Ah ja. Das wird wahr sein. Aber wir müssen damit leben, offensichtlich. Ja, es ist halt so viel von der Sexualfunktion an Bilder vom Partner gekoppelt, dass dem wohl so ist bei den Tieren.
So. Da ist, aber das könnte... Wir wären jetzt berufener darüber zu reden. Also ich glaube, da liegen die grundsätzlichen Enttäuschungsmöglichkeiten. Aber wenn Sie mir einen Scherz erlauben, wenn die Zeit nicht so zu knapp ist. Also Nietzsche sagt irgendwo mal im späten Nachlass, der Verliebte, der Liebende, der stellt alles Mögliche an und stellt sich stärker und schöner und begehrenswerter dar, als er ist. Und bei den Tieren treibt er dann neue Pigmente hervor, also alles bildgebende Verfahren und Rannenkamm und so weiter. Und bei Menschen ist es genauso, schreibt dann Nietzsche, ohne Beispiele zu geben, was wir uns schöner machen. Und dann kommt der aufregende Satz für mich, und der Liebende scheint nicht bloß stärker, schöner und so weiter, sondern er ist es auch. Und dieser Umschlag von der Vortäuschung in die Simulation schien mir damals 1885 gedacht, ein wahnsinnig guter Gedanke, der eben auch die zeugende Kraft von Bildern und Selbstbildern sehr gut beschreibt. Aber das war nur ein philosophischer Stenker. Wunderbar. Eine Frage bitte hier hinten. Es gibt Mikrofone im Saal. Bitte nehmen Sie die Mikrofone. Bitte nehmen Sie trotzdem Mikrofone. Ich glaube, es ist oben leichter zu verstehen. Die Dame ist schon bei Ihnen. Zerrissen. Ja, haben wir die bisher. Jetzt funktioniert es. Meine zwei ketzerischen Fragen, Ketzerversuch, will ich nicht stellen, ohne vorher gedankt zu haben, ohne vorher zu danken. Vorzüglich wohl Frau Christa Mahr dafür, dass Sie mit diesen Veranstaltungen so viel Intellektuelles und materielles, kulinarisches Material spendiert hat für den studentischen Wissensdurst und Durst. Aber es sei auch mitgeteilt, dass wir bemerkt haben und gemerkt haben, wie diese Vorlesungen heißen, nämlich Felix Burda Gedächtnisvorlesungen, was doch wohl auch bedeutet, dass es eine Trauerarbeit von Ihnen, gnädige Frau, ist, wodurch Sie uns so viel Freude gemacht haben. Vielen Dank. Und auch Widerspruch erzeugt haben. Und meine erste Frage geht also eigentlich gar nicht an Herrn Kittler, sondern an die Veranstaltungsreihe, an die ganzen vorigen. Sie als Berliner werden nicht immer dabei gewesen zu sein, aber vielleicht haben Sie es in der Süddeutschen gelesen. So geht meine Frage geradezu an Herrn Herbert Burda. Was ist, à la Habermas gefragt, Ihr Erkenntnisinteresse bei etwas, wo ich immer noch skeptisch bin und überhaupt nicht überzeugt bin von der These der Veranstaltungsreihe, nämlich der Überlegenheit des Bildes über, nennen wir es, sprachliche Hermeneutik. Da geht es mir genauso wie dem Ulrich Kühne in der Süddeutschen, der gesagt hat und geschrieben hat, wenn er den Vortrag vom Hirnforscher Singer gehört hat, dann macht er am Schluss einen iconic U-Turn, das heißt eine Kehrtwende von dieser Überzeugung und der These von der Wichtigkeit oder gar Überlegenheit des Bildes. Und wenn ich an das Bild denke und auch an die Bild-Zeitung in Ihrem Sinne, Frau Rubner und so weiter, dann wird es nicht besser, wenn es die bunte ist. Und mit einem Wort, wenn wir dieses Four-Letter-Word, also Turn, T-U-R-N, dieses englisch-amerikanische Wort Turn, dieses Four-Letter-Word, übersetzen ins Deutsch-Griechische, dann nennen wir es Paradigmenwechsel. Und wenn Sie da so deutlich als Parallelität zum Philosophischen argumentieren, dann finde ich, dass nach dem ontologischen Paradigma bei den Griechen oder dem mentalistischen Descartes und Kant dann das linguistische Paradigma war und inzwischen ist ein anderes... Ich muss Sie bitten, sich kurz zu fassen. Gut. Ich glaube, es gibt und inzwischen, andere Fragen, ja? Okay. Entschuldigen Sie bitte, aber
Und ist es nicht so, dass das eigentliche Paradigma heute das Nicht-Metaphysische in der Nachfolge von Nietzsche ist und alle Sinne am Leitfaden der Sinnlichkeit trifft und nicht nur das Bild, dass das zu eng wäre? Und die zweite Frage ist ganz kurz an Frau Mann. Ich glaube, eine Frage, belassen es jetzt bei einer Frage. Gut, dann später noch mal. Herr Dr. Broder, bitte. Ja. Mikro, bitte. Auf diese Dichotomie, die auch bei der Frau Rubner rauskam, also Bild gegen Text, und soll diese Vorlesungsreihe sozusagen ein Beweis sein, dass der Iconic Turn vielleicht besser wäre als der Linguistic Turn? Das ist nicht das, um was es geht. Was ich persönlich glaube, dass wir da stehen, wo die Kunstgeschichte stand, 1830, wo man sehr schwer klassifizieren konnte, was ist Romanik, was ist Gotik, Barock, Rokoko. Denken Sie daran, dass Goethe 1774 in seinem Aufsatz über das Straßburger Münster die Gotik als eine deutsche Erfindung beschrieben hat, was absolut nicht war. Wir sind also dort, wo die großen, es waren noch gar keine so großen Kunsthistoriker, zwischen 1830 und Riegel-Wölflin, diese 70 Jahre, müssen wir versuchen, was einzuteilen. Ich denke, wir müssen Folgendes einteilen. Wir wissen jetzt, ungefähr nach diesen 170 Jahren, was ist das, was man die Kunst nennt. Darüber können wir, glaube ich, sehr viele sagen. Aber wir stellen gleichzeitig auch fest, Belting, dass ein griechischer Tempel, den wir als Studenten unter der Ästhetik der Kunst gesehen haben, in einem anderen kulturellen Kontext zu sehen ist. Und was mich interessiert ist, dass ab, und das war ja auch der Film, drei Screens, der erste Blick aus dem Fenster von Jan van Eyck, der einer mathematischen Operation zugrunde liegt, nämlich der von Alberti und Brunelleschi entwickelten Zentralperspektive, wobei Sie ja wissen, dass die nordischen Künste weniger jetzt auf die Konstruktion gegangen sind, aber den Realismus so angewandt haben, dass die Florentiner einfach platt waren. Hugo von der Goos, Portinari-Altar. Erster Screen. Zweiter Screen ist die Erfindung der Fotografie. Und den Beltingschen Ansatz möchte ich insofern gern aufgreifen, weil mich interessiert, wie sich die Menschen in der Art und Weise, wie die Bilder reproduziert werden, in ihrem Sozialverhalten sich verändert haben. Sodass wir im zweiten Iconic Turn sicherlich darüber nachdenken, eine Idee, die von Ernst Pöppel ist, nicht von mir, wie weit für den Einzelnen in seiner Biografie die Erinnerung durch die Kodak, von Kodak und Ismen Kodak erfundene Fotografie gegeben ist. Wie weit also Ich-Stabilität für 95% einer Gesellschaft durch die Erinnerungsfotografie gegeben ist. Und das dritte Iconic Turn war das Fernsehen, als der neue Blick aus dem Fenster. Die Menschen schauen nicht mehr aus dem Fenster, sondern sie schauen den Fotoapparat. Was ist die ästhetische Dimension des Fernsehens? Davon wird der zweite Iconic Turn handeln. Also die Dimension der Entscheidung. Ein Fernsehen wird nur dann interessant, wenn was entschieden wird. Es ist kein narratives Medium, sondern daher auch die ganzen Probleme mit den Fußballrechten oder politische Entscheidungen. Das vierte, was kommen wird, ist sicherlich die Ästhetik der digitalen Bildgebung. Da hat Kittler heute Abend was aus meiner Sicht, ich habe wirklich, obwohl, mein Gott, es ging mir wahrscheinlich so wie Ihnen, die Hälfte habe ich verstanden, mehr nicht, aber was er zum Schluss sagte, das fand ich sehr spannend und interessant. Was ist die Ästhetik der digitalen Medien? Davon wird der nächste Iconic Turn halten. Zurück zum Ausgangspunkt. 1830 hatte die Kunstgeschichte wenig Ahnung, was war Barock. Aber es war Rokoko. Hausenstein hat ein großes Buch über Barock geschrieben, 1950.
Wir wissen, ich kann Ihnen noch ganz wenig sagen über die Ästhetik der digitalen Bilder. Ich kapiere immer mehr über die Ästhetik der Fernsehbilder, die eine ganz andere reproduktive Generierung haben als die digitalen. Über die Fotografie wissen wir zwischenzeitlich schon mehr, auch über die Ästhetik der Fotografie. Davon handelt der Iconic Turn. Wölflin hat dann angefangen zu überlegen, was ist denn dieser ganzen Kunstgeschichte eigen, und hat ein Begriffspaar, was Sie kennen, wenn Sie Kunsthistoriker sind, malerisch und zeichnerisch. Und ich möchte schließen, dass ich ein Begriffspaar habe, von dem ich glaube, dass es durch alle Bilder durchgeht und was Sie sicherlich sehr gut nachvollziehen können. Es gibt zwei Begriffspaare oder ein Begriffspaar, was für jeden von Ihnen wichtig ist. Sind es Bilder, die Sie belasten, oder sind es Bilder, die Sie entlasten? Ich denke, da haben wir eine solche Dichotomie: belastende Bilder, entlastende Bilder. Damit will ich es haben, aber schauen Sie sich Zeitschriften an, schauen Sie sich das Fernsehen an. Wo haben Sie eskapistische Bilder oder wo haben Sie Bilder, wie in der Tagesschau, jeden Tag, in bestimmten Medien, die Sie bewusst belasten sollten? Ja, damit hoffe ich Ihre Frage. Haben Sie mir zugehört oder war es uninteressant? Ja? Gut, also, ich hoffe, dass ich am Abschluss ein bisschen was erzählen könnte. Nicht eine Konfrontation Sprache gegen Bild. Wo gibt es denn sowas? Das Entscheidende in unserem Hirn ist doch, beides zusammenzubringen, Sprache und Bild. Das ist, und wie viele, nicht nur bei Kossuth oder solchen, oder Jenny Holzer, wo die Sprache zum Bild umschlägt. Das ist doch das, mit dem wir es heute zu tun haben. Jede Sprache ist doch eine Metaphorik. Ich drücke mich doch in Bildern aus, sonst bin ich doch gar nicht verständlich. Ich hoffe, ich war verständlich. Wunderbares Schlusswort. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Es tut mir leid, die Diskussion war natürlich kurz geraten. Dafür haben wir sehr viel geistigen Input bekommen von mehreren Seiten. Herzlichen Dank, Herr Kittler. Herzlichen Dank, Frau Dr. Mahr, auch für die interessante Vortragsreihe, und Herr Dr. Burda für das wunderbare Schlusswort. Genau. Vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus